So, hi, grüß euch. Ja, lange Zeit habe ich mich nicht gemeldet wegen Abspecken. Das war ja eigentlich der Kanal, weil Sinn und Zweck zu sehen, wie der fette Hansi, beziehungsweise der fette Gustl immer dünner wird. Zwischenzeitlich habt ihr ja mitbekommen, dass ich Diabetes bekommen habe. Meine Ernährung musste nochmal komplett umgestellt werden. Also alles so zuckerfrei, was nur irgend geht, und fettfrei essen. Und ich muss sagen, es hat Wirkung gezeigt. In dem letzten Video, wo ich mich gemeldet habe, habe ich ja gesagt, ich gebe es auf, mir ist es jetzt egal, dann sterbe ich lieber. Ja, Endergebnis waren, ich war wieder bei 179 Kilo, also ich habe mich wieder richtig angefressen. Nachdem ich die Diagnose Diabetes kam, habe ich erstmal Angst bekommen, weil Diabetes ist keine tolle Krankheit. Fakt ist, die Nebenerscheinungen, die dadurch auftreten können, brutale Wundheilungsstörung, die ich ja sowieso schon habe. Das heißt also, Wunden heilen nicht mehr ab, das fault einfach weg, bis ganze Gliedmaßen abgenommen werden müssen. Also das ist nicht lustig. Und man muss regelmäßig die Augendrucke überprüfen lassen, weil die Gefahr besteht, dass man blind wird, was für mich die absolute Katastrophe wäre. Also Gliedmaßen verlieren oder blind werden wäre für mich gleich mit Sterben. Also sollte die Diagnose kommen, dass ich blind werde, springe ich vom Balkon. Also da brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Und deswegen versuche ich mich da zu halten, so wie es irgendwie geht. Und der Witz ist, ich habe abgenommen. Ich fange an abzunehmen. Ich bin jetzt locker flockig bei 171,7 Kilo wieder runter. Ja, also von 179 jetzt auf 171. Das scheint zu funktionieren. Also wie gesagt, kein Zucker. Möglichst fettfrei essen. Also alles, was vorher in der Bratpfanne gelandet ist, landet jetzt irgendwie im Backofen. Ja, dass es möglichst ohne Fett gemacht wird. Ich esse sehr, sehr viel Gemüse inzwischen. Ja. Viele Sachen, die ich vorher gegessen habe, Kartoffelbrei, Klöße, Reis, soll ich lassen, ich soll lieber Kartoffeln dafür essen. Und viel Gemüse, viel Fleisch hat sie vor allen Dingen, sagt meine Ärztin, und ich versuche mich daran zu halten, und ich muss sagen, es geht. Also wie gesagt, für mich ist das ein Riesenerfolg, dass ich jetzt wirklich endlich mal anfange, wirklich abzunehmen. Nebenwirkungen sind leider von den Tabletten, ich habe ständig Magenschmerzen. Also das ist wirklich nicht mehr lustig. Ja. Da muss ich mal mit dir reden, was da los ist, aber das ist ein anderes Thema. Okay, ihr wisst Bescheid. Ich bin wieder auf dem Weg nach mit Gewicht nach unten. Da muss ich auch sagen, da hat mir euer Zuspruch hat mir einen riesen Kick gegeben, zu sagen, ich gebe nicht auf, ich lasse mich nicht hängen, ich mache weiter. Und naja, ihr wisst, ich habe den Bogen von Henry Rottnick geschenkt bekommen, und das war für mich das Weihnachtsgeschenk des Jahrhunderts. Ja. Das ist, glaube ich, irgendwie nicht mehr wirklich zu toppen. Das war der Wunsch überhaupt. Und da gebe ich jetzt nicht auf und lasse mich hängen. Ja. Irgendwann wird der Bogen wieder bei Henry Rottnick landen. Beziehungsweise bei seinem Sohn. Aber das hat dann andere Gründe. Also ich hab mir geschworen, wenn ich mal nicht mehr bin, dass der Bogen wieder zurückkommt. Naja, das ist jetzt nicht wichtig für euch. Auf jeden Fall, wenn ich mal den Löffel abreiche, dann geht der Bogen wieder in die Fabrik zurück. Als Dankeschön und vielleicht als Erinnerung dafür, dass das Menschen, die geben können, anderen auch dann auch geben, die so glücklich machen. Und dass das Soziale, was er da geleistet hat, nicht vergessen wird. Ja. Denn ich meine, der Bogen hat auch ein Schweinegeld gekostet, stellt einen riesen Wert dar, und das einfach zu sagen, so schenkt dir den mal, das ist nicht alltäglich. Also das muss man mal wirklich sagen. Und dafür bin ich dir tausendmal, also doch in 100 Jahren dankbar. Ja. So, genug gemeckert, genug rumgesabbelt, für heute ist erstmal Schluss, Leute. Denkt dran, geht raus. Ich gehe auch heute Abend wieder mit meinem Frauchen. Ja, schön wäre es. Mit meiner Freundin gehe ich heute Abend auch wieder ein bisschen spazieren. Haben wir uns jetzt vorgenommen, wir gehen jetzt jeden Abend ein bisschen raus. Nochmal ein bisschen frische Luft schnappen. Und das tut uns beiden gut. Und da freue ich mich auch heute drauf. Ja, und Mittwoch geht es zum Arzt, und dann werden wir weitersehen. Ja. Und ach ja, noch ein kleiner.
noch was Kleines habe ich. Alle, die Diabetiker sind und die wissen, dass man diese, die ständig messen müssen, werden das wissen. Du brauchst zum Pieken, nennt sich so ein Teil, das sticht in den Finger. So, da kannst du die Nadeln auswechseln. Ja, und die Messstreifen, wo der Blutstropfen draufkommt, die kann man auch auswechseln. Leute, guckt euch mal spaßeshalber an, was diese sogenannten Lanzetten und die Teststreifen für die Blutentnahme für Diabetes, was die im Internet kosten. Da werdet ihr euch auf den Arsch sitzen. Ja, und das wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Du kannst nur einen Antrag auf diese Kostenübernahme stellen, wo du dann 1% nur Eigenanteil bezahlst. Aber das musst du auch erstmal auslegen. So, und dann kommst du und hast deine Mini-Rente, mit der du gerade so über den Weg kommst, ja, und dann kommen diese Kosten monatlich auf dich zu. Halleluja. Also, in diesem Sinne, werdet bloß nicht krank, geht raus, bleibt dünn, bleibt fit. Leute, wir sehen uns.